Ein U-Boot mit 5 Personen an Bord, das auf dem Weg zum Wrack der Titanic ist, hat den Kontakt zu seinem Mutterschiff verloren. Niemand weiß, wo es sich befindet oder ob die Besatzung noch am Leben ist. Bis heute sind wir uns nicht einig darüber, was der Grund für einen Milliardär sein könnte, zu sagen: Hey, diese viel zu kleine und extrem enge Aluminiumkapsel wird mein Urlaub, weil ich unbedingt die Titanic sehen möchte. Wie dem auch sei. Wenn dieses Unterseeboot auf den Meeresboden gesunken ist, hat man nicht nur ein Sauerstoffproblem, sondern auch ein Wärmeproblem aufgrund der Temperatur unter der Oberfläche. 13.000 Fuß tief ist es fast am Gefrierpunkt. Es könnte ein Problem geben, bei dem die Besatzung wegen der fehlenden Wärme möglicherweise nicht lange genug überlebt, ganz zu schweigen von Wasser und Nahrung. Es ist aus Glasfaser gefertigt, daher ist es resistent gegen aktiven Sonar. Und tatsächlich ist die Chance, es unter all den Trümmern, Strömungen und anderen Dingen zu finden, wenn es noch existiert, äußerst gering. In dieser Folge von So überlebst du. Ein gesunkenes U-Boot. Das Überleben in einem gesunkenen U-Boot ist nicht etwas, das viele Menschen erfolgreich gemeistert haben. Vieles hängt von der richtigen Ausrüstung, hervorragender Ausbildung und einer gehörigen Portion Glück ab. Schließlich ist das Schwimmen an die Oberfläche nur ein Teil der Antwort, wenn es ums Überleben geht. Was ist der beste Weg, um zu entkommen? Wie kann man mit all dem Druck unter Wasser umgehen? Was sollte man niemals tun? Sie könnten tief unter Wasser und weit vom Land entfernt sein, wenn eine Katastrophe auf einem U-Boot eintritt. Es bleibt keine Zeit, in einem Handbuch nach Antworten zu suchen, wenn man überleben will. Behalten Sie diese Tipps im Hinterkopf. Schritt 1. Keine Panik. Marinesoldaten absolvieren spezielle Trainings, um überhaupt an Bord eines U-Boots gehen zu dürfen. Diese Soldaten sind also bestens ausgerüstet, um zu überleben. Aber heute geht es ja um dich und du hast keine Ausbildung. Was also tust du jetzt, der zuschaut? Bleiben Sie ruhig und konzentrieren Sie sich auf Ihre Ausbildung. Panik in einem sinkenden U-Boot kann die Dinge noch schlimmer machen. Das Öffnen der falschen Tür zur falschen Zeit, das Übersehen eines Feuerlöschers, wenn ein Feuer ausbricht, das Treffen überstürzter Entscheidungen, das Wegschieben von Menschen, während sie alle in einer großen Blechröhre gefangen sind, kann zu mehr Verletzungen oder Todesfällen führen, die hätten vermieden werden können. Bewahren Sie einen kühlen Kopf. Schritt 2. Identifizieren und kontrollieren Sie das Problem. Sie sollten sofort daran arbeiten, das Problem zu finden, zu kontrollieren und sogar zu stoppen. Finden Sie heraus, was falsch ist und dichten Sie den beschädigten Bereich ab. Wenn es brennt, sollten Sie versuchen, das Feuer sofort zu löschen, um nicht den lebenswichtigen Sauerstoff zu verlieren, den Sie zum Überleben benötigen, bis Hilfe eintrifft. Im Jahr 2019 konnten im Barentsmeer nur wenige Besatzungsmitglieder eines russischen Marinetauchboots nach einem Feuer an Bord entkommen. Leider konnten 14 Personen nicht entkommen und starben bei dem Unfall. Das Barentsmeer war auch Schauplatz einer der schlimmsten Seefahrtskatastrophen Russlands. Das Kursk-Atom-U-Boot erlitt im August 2002 Explosionen und sank, wobei alle 118 Männer an Bord starben. Schritt 3. Hilfe rufen. Rufen Sie sofort um Hilfe und nutzen Sie alle möglichen Mittel. U-Boote bestehen aus schwerem Metall und sind so konzipiert, dass sie auf dem Radar kaum sichtbar sind. Dieses Konzept der Unauffälligkeit ist im Krieg ausgezeichnet, macht aber Rettungsmissionen unglaublich kompliziert. Dennoch ist es entscheidend, sofort ein Notsignal abzusetzen. Sie müssen so schnell wie möglich gerettet werden, da der Sauerstoff im U-Boot durch das Meer verloren gehen oder im Inneren des U-Boots verbraucht werden kann. Schritt 4. Nutzen Sie ein Auftriebsmittel. Neue Technologien ermöglichen es U-Boot-Soldaten, in einer Krisensituation zu überleben. Die gute Nachricht ist, dass die meisten modernen U-Boote mit Ganzkörperanzügen ausgestattet sind, die als Submarine Escape Immersion Equipment, SEE, bekannt sind. Sobald es notwendig ist, das U-Boot zu verlassen, ziehen die Seeleute diese Anzüge an. Jeder Seemann wartet in einer Ausstiegskammer mit einem Partner, während diese sich mit Wasser füllt. Sobald der Druck im Inneren ausgeglichen ist, tauchen die Seeleute, die die Anzüge tragen, paarweise auf und treiben an die Oberfläche. Aber U-Boote, die nicht mit diesen lebensrettenden Anzügen ausgestattet sind, werden wahrscheinlich zu wässrigen Gräbern für die im Inneren gefangenen Seeleute. Schritt 5. Bewegen Sie sich in Richtung der Notausgänge. Bewegen Sie sich in Richtung der Notausgänge des U-Boots oder eines anderen abschließbaren Bereichs, der mit Wasser gefüllt werden kann, um den Druck auszugleichen. Bei einigen U-Booten wird das Entkommen durch Torpedorohre geübt. Durch den Druckausgleich wird es möglich, die Tür oder die Luke zu öffnen, was eine Flucht ermöglicht. Die meisten der heutigen U-Boote sind militärische Schiffe. Aber was ist, wenn Sie es lieben zu erkunden und dorthin zu gehen, wo nur wenige Menschen zuvor waren? Was ist, wenn Sie sich am Boden des Marianengraben festgefahren haben? Keine Sorge, wir haben Sie im Griff. Um vorbereitet zu sein und am Leben zu bleiben, denken Sie daran. Bewahren Sie Ruhe und einen kühlen Kopf. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen von So überlebst du. In dieser Folge ein gesunkenes U-Boot.
Indem du diese Lektionen und Tipps befolgst, kannst du mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit deinen nächsten U-Boot-Ausflug knapp überleben. Wir wissen zwar nicht, warum ausgerechnet Milliardäre sich dafür entscheiden, sich in einer kleinen U-Boot-Kapsel 13.000 Fuß hinunter in die Tiefen des Meeres zu begeben. Aber sei es drum. Um ein solches Szenario, wenn auch nur mit einer insgesamt kleinen, aber dennoch höheren Chance zu überleben, empfehlen wir dir immer, eine zusätzliche Sauerstoffflasche mitzunehmen. Besser man hat diese dabei als nicht. Wenn du natürlich jedoch 13.000 Fuß unter der Wasseroberfläche bist, dann bringt dir kein Hilfsmittel der Welt etwas. Ausreichende Vorbereitung und alle erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld zu überprüfen, ist hier wohl der wahre Schlüssel zum Überleben. Also wie so oft, Prävention. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie du einen Walangriff überlebst oder was zu tun ist, wenn du von einem Wal verschluckt worden bist, dann klicke dieses Video hier.